Bonjour, Monsieur, Dame, c'est un sacre de la chorale profane. Mein Hobby ist Altfranzösisch und zack, jetzt ist gerade. Der Titel dieses Podcasts ist Alter Französisch, un sacre de la chorale profane. Ich habe mir ein Elektrofahrrad, ein Pedelec, warum auch immer dieser Name zustande gekommen ist, gekauft und die Anleitung ist in Deutsch, Englisch und Französisch abgefasst und die heißt Fischer, die Fahrradmarke, Originalbetriebsanleitung Fischer Pedelecs, Originalbetriebsanleitung Pedelec 2019 E-City, E-Trekking, E-MTB. Original Operating Instructions for Fischer Pedelecs, Original Operating Instructions for Fischer Pedelecs, Original Operating Instruction Pedelec 2019 E-CT, E-Tracking in EMTB. Et en français, Notice d'utilisation originale pour vélo à assistance Fischer électrique. Notice d'utilisation originale pour vélo à assistance électrique 2019. Vélo de ville électrique VTC. Électrique, VTT, électrique. Mal gucken, was passiert. So. Wir haben hier Bauteile City Pedelec. Das ist der Rahmen, der besteht aus dem Hauptrohr. 1, dem Sitzrohr, dem Steuerrohr, Kettenstreben und Sitzstreben. Auf Englisch wäre das City Pedelec Parts Frame, Rahmen. Hauptrohr Downtube, Sitzrohr wäre Seat Tube, Steuerrohr Head Tube, Kettenstreben Chainstays und Sitzstreben Seatstays. Und auf Französisch. Kann sein, dass die Lampe gleich ausgeht. Composant du VAE City Pedelec Parts Frame Cadre Downtube Typ Principal C-Tube Type de Selle Head Tube Type de Direction Chainstays Basis, Seat Stays, Ober, Le Ober und der Sattel. Wenn die Lampe ausgeht, ich tausche den Akku nicht, die Uhrzeit. Kann man immer noch so ein bisschen lesen. So. Nee, Ober heißt gar nicht Sattel. Vielleicht ist das früher Sattel. So aktuell bin ich nicht in Französisch. Ich meine, ein Kopfober heißt dies früher Sattel, aber egal. Bauteile City Pedelec auf der linken Seite. Sattel, Stützklemme, eventuell mit Schnellspanner. Gepäckträger. Akku, Rücklicht mit integriertem Rückstrahler, gefederte Sattelstütze, Felgenbremse, Rückstrahler, Hinterradschutzblech, Schutzblechstrebe, Kette.
Ausfallende, was auch immer das ist. Das ist das Ötzel hinten, ist das Ausfallende. Dynamo gibt es auch noch. Rahmenschloss, Kettenblatt, das ist vorne. Kurbelarm und Pedal. So. City Pedelec Parts, Sattel, Saddle, Sattelstützklempe, eventuell mit Schnellspanner, Seat Post Clamp, possible with quick release, Gepäckträger, Luggage Rack, Akku, Battery, Rücklicht mit integriertem Rückstrahler, Rear Light with integrated Reflector, gefederte Sattelstütze, Suspension Seat Post, Felgenbremse, Rim Brake, Rückstrahler, Rear Reflector, Hinterradschutzblech, Mudguard for the Back Tire, Kette. Hier gibt es noch den Mudguard Schutzblechstrebe, stimmt. Mudguard Stay Schutzblechstrebe. Kette ist Chain. Ausfallende ist Dropout. Dynamo ist Dynamo. Seitenständer Sidestand. Rahmenschloss Frame Lock. Kettenblatt Chain Ring. Kurbelarm ist Crankarm und Pedal ist Pedal. So. City Pedelec Parts Composant de VAE. Saddle is Cell. Seat Post Clamp possible with quick release. Collier de tige de selle éventuellement équipé de blocage rapide. Luggage rack, porte-bagage, battery, rear light with integrated reflector, feu arrière avec catadioptre intégré, feu arrière avec catadioptre intégré. Suspension Seat Post, Tic de Sel à Fiction à Vie Unique, Rim Brake, Frein sur Jante, Rear Reflector, Catadioptre, Mudguard for the Back Tire, Garde-boue arrière, Mudguard Stay, Triangle de garde-boue, Chain ist Chain, Dropout, Pad, Dynamo, Sidestand, Bequil Lateral, Frame Lock, Serrure de Cadre, Chain Ring, Plateau, Crank Arm, Manivelle und Pedal. So, damit sind so ungefähr 10 Minuten rum. Und ich höre jetzt auf und mache dann auf der rechten Seite weiter. Tschüss. Schon allein, weil die Lampe die ganze Zeit blinkt und mir das auf die Nerven geht. Tschüss.